Mein Name ist Christine Zettel, ich bin 20 Jahre alt und aktuell im zweiten Lehrjahr zur Heilerziehungspflegeausbildung. Ich absolviere die in Lorsch an der Behindertenhilfe in einer Tagesförderstätte. Auch ich bin durch ein FSJ auf die Ausbildung aufmerksam geworden. Ich wusste zwar schon immer, dass ich mit Menschen arbeiten möchte, aber in welche Branche, in welchem Bereich, war mir nicht so ganz klar. Und bin dann in das FSJ gegangen und war direkt überzeugt von der Arbeit. Also beschreiben würde ich meinen Alltag routiniert und doch abwechslungsreich, weil es gibt immer bestimmte Routinen und Rituale, die jeden Tag gleich sind, aber dennoch ist kein Tag gleich irgendwie. Also es gibt immer jeden Tag was anderes. Mal geht man spazieren, mal macht man Angebote, ob das musikalisch ist, ob das einfach kreativ ist. Ja, also kunterbunt. Die Arbeit mit Menschen. Also ob das jetzt die Klienten sind oder ob das generell die Arbeit im Team ist. Es bereitet mir einfach unglaublich viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Läuft sehr gut. Also ich finde, dass der Unterricht sehr gut aufgestellt ist, gut strukturiert ist, dass man auch immer jemanden hat, wo man jemanden ansprechen kann, wenn man Hilfe braucht oder so. Und der Unterricht passt sich dem in der Praxis einfach an. Meiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Also ich bin ein unglaublich kreativer Mensch, ob das jetzt Angebote, wie gesagt, beim Basteln sind oder musikalische Angebote. Mir bereitet es einfach unglaublich viel Spaß, Sachen mit Menschen zu unternehmen, ob das jetzt auch einfach nur ein Spaziergang ist. Also Anfang letzten Jahres wurde unsere Werkstatt für circa 3 Monate geschlossen. Da haben wir Mitarbeiter dann die Tätigkeiten von den Werkstattgruppen übernommen, was natürlich nicht unsere Hauptaufgabe ist. Die konnten wir in der Zeit nicht ausüben. Und ansonsten die Masken und der Abstand so ein bisschen. Einfach die Masken in dem Sinne, dass man vielleicht auch bei Sprachübungen, dass Klienten das ein bisschen schwerer fällt, dass man die Lippen nicht mehr lesen kann oder dass man nicht einfach mal ein kleines Lächeln schenken kann und genauso mit dem Abstand. Manche Klienten fordern die Nähe ein und wollen auch einfach mal in den Arm genommen werden, vielleicht auch einfach mal über die Schulter gestreichelt werden. Sowas ist halt schwierig dann zu erklären. Das ist für uns schon schwierig manchmal zu akzeptieren, dass das zurzeit nicht möglich ist. Und für Menschen, die das vielleicht gar nicht so richtig verstehen können, ist es natürlich noch schwieriger. Definitiv Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen finde ich ganz wichtig und man sollte sich selbst reflektieren können. Das musste ich auch so ein bisschen lernen und das lernt man auch in der Ausbildung, aber man arbeitet einfach 8 Stunden am Tag mit Menschen, man muss sich immer mal wieder hinterfragen, mache ich das richtig, ist das in Ordnung, ist vielleicht eine andere Methode besser bei dem Klienten und ja, man sollte einfach offen sein, sich auch immer austauschen mit den Mitarbeitern, dafür sind sie ja auch da. Also meiner Meinung nach ist der Beruf des Heilerziehungspflegers ein wunderschöner Beruf, ein abwechslungsreicher Beruf. Man hat ganz viele Tätigkeiten, ob pflegerisch, sozialpädagogisch, ob organisatorisch oder auch Dokumente, also Dokumentation. Es ist alles dabei, man arbeitet mit Menschen, man tut was Gutes und am Ende des Tages weiß man auch, dass man Menschen mit Unterstützungsbedarf dabei hilft, ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu führen.